Abfahrt rein, Thomas Hartmann. Ja, so dolle. Leute, ey. Gut. Jo. Oh, gut. Wunderschönen guten Tag. Alter, dass man dich mal wieder hört hier, das ist ja... Ja, ich hatte im Urlaub kein Netz. Ich konnte nicht anrufen. Das ist ja geisteskrank, Thomas, dass ich dich wieder höre. Ich wollte fragen, in welcher Frage bist du, wo bist du jetzt? Sinaloa bin ich. Noch jemand da, den man kennt? Pablo und Tom Masari. Der ist auch Sinaloa? Ja. Keine Ahnung, habt ihr noch einen Platz da frei oder was? Ich kann mal nachfragen, wenn du willst. Also wir haben gerade gegen PD geschossen, gerade ein bisschen schlecht. Gehört Sinaloa eigentlich das komplette Gebiet da? Oh, okay. Gut, das wäre jetzt ungünstig, jetzt nachzufragen. Bille. Wunderschön. Denkst du, Thor, ich glaube, das wird nichts mit Sinaloa. Ich habe was gehört von Leadership, aber du kannst gerne probieren um gegen 21 Uhr, okay? Ja, was hast du gehört? Ja, das wegen deinen, wie nennt man das? Deinen zweiten Augen. Bäh. Weißt du, checkst du? Aber wir gucken einfach, okay? Komm um 21 Uhr zur Bewerbungsphase, wenn das PD uns nicht crasht, okay? Ach, ihr habt die Bewerbungsphase heute? Ja, um 21 Uhr heute. Digga, war's, als ob die deswegen... Ich finde das so lost. Bille. Wunderschön. Alter, da haben wir ihn ja. Super. Jetzt, wie stellst du? Super Urlaub Startzeile. Weißt du noch, wer ich bin? Ja, pinker Bauarbeiter. Der pinker Bauarbeiter, der dich beschwitzt. Warte. Ja? Herr Hartmann, ich glaube, ich stehe gerade vor Ihnen, Alter. Nee, das ist... Warte. Verdammte Scheiße. Wir gehen jetzt gleich zu Sinaloa. Wollt ihr Sinaloa euch vorstellen? Ja, ich wollte auch heute. Weil es sind ein paar alte Kollegen, aber... Ja, komm mit. Die meinten 21 Uhr. 20:30 bis zu 21 Uhr. Okay, wollen wir dann in einem Auto fahren? Ja. Dann fahre ich meinen schnell in die Garage. Ja, dann fahrst du mit uns in Volvo mit. Das ist peinlich, sagt er. Ich würde gerne was bestellen im Bus. Was? Dann muss ich das bestellen, hallo. Natürlich, Paul, komm mit. Oh. Bruder, ich verstehe nicht. Ist das der DJ? Ist das für ein scheiß DJ? Digga, was höre ich da? Das ist Gott, Digga, das hört sich abgrundtief. Digga, aber ich check's nicht. Ist das der auf der Bank sitzt? Gleich Haus. Wunderschön. Nicht mein Musikgeschmack. Ich würd einmal bitte Ihre Nummer und so mitnehmen. Ja, aber das ist schlecht. Jetzt macht euch vom Acker und fuckt die Leute hier nicht ab. Die Schnauze. Arschloch. Was hast du gesagt? Arschloch. 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 Was? Da wird man einer den Farbmann. Oh, ja. Pablo. Hans Thomas. Günther, Digga. Die Bewerber warten bitte noch. Wir holen den Standteil ab. Wie hier, der vor mir, der Mann hier, der steht auf Blacklist. Na dann weg. Du bist nur. Ja, warte. Das ist Claudio Affe. Ja, du stehst auf der Blacklist, also. Thomas, dann komm du mal rein. Blacklist, nur wenn es einen guten Grund dafür gibt. Jo, du stehst nicht auf der Blacklist, dann geh mal weiter hier zu den anderen. Jo. Der nächste kann einfach bitte reinkommen. Komm einfach mit. Dann stell dich mal vor, bitte. Ja, also ich bin Thomas Hartmann. Bin seit 8 Monaten auf dem Start. Woher kommt sie, Naloa? Ich schätze mal, 3. Italien. Was bedeutet denn für dich Familie? Zusammenhalt, Loyalität und dass man halt untereinander nicht sich streitet oder so. Also, dass man als Team halt agiert. Vielleicht kommt ja jemand von euch, also von der Familie dann. Und dann gucken wir, ob er aufhört vielleicht. Warum beginnt ihr schon? Im Laden und hast so eine Waffe wie Anna hier, eine Langwaffe. Hast die ausgerüstet, also hättest sie quasi schussbereit. Jetzt kommen in den Laden irgendwelche Zivis rein, 2 Stück, bedrohen dich mit einer Pistole und sagen, Hände hoch, das knallt. Was machst du? Also sie zielen auf mich? Ja, sie stehen da so und sagen, Hände hoch, das knallt. Dann mach ich meine Hände hoch. Und warum schepperst du die nicht? Naja, ich meine, sie müssen einmal abdrücken und ich lieg. Du bist in einem Zug und fährst auf eine Weiche zu, die nach links und rechts weggeht. Rechts liegt der hässliche Vogel neben mir und links liegen 10 Einser vom Rang her. Wen überfährst du? Ich würde nach links fahren. Du warst auch der, wo Hoovercrips Lieder schaffe, oder? Möglich. Stimmt schon. Okay. Hast du Stress in Fraktion? Nee, aktuell nicht. Angenommen, wir sagen dir, du hast bis nächste Woche Mittwoch 150.000 bei der Leadership abzugeben. Würdest du dies so tun? Oder generell, wenn dir gesagt wird, du musst jetzt auf Route XY schnell gehen, wir brauchen Produkt ja XY, würdest Antwort. Du es machen? Ja, natürlich, definitiv. Dann darfst du dich einmal hier oben zum Feuer setzen. Der hat dir gesagt, dass du drin bist, oder was? Draußen bin. Vor allen anderen. Ich bin im D-Funk. Was?
Was ja. bist du? Der steht da. Ach, das war dumm, das kommt rein. Du bist wirklich dumm, ja? Ich hab... Ach komm. Ach. Ihr dürft euch jetzt einmal um 180 Grad drehen. Bitte aufpassen, dass ihr nicht ins Wasser fallt. Sehr gerne. Gut. Oh, Digga, wirklich. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Digga, direkt Blood-Out raus mit denen. Was denkst du? Also ich denke, ich hab's geschafft. Wir haben genauso gedacht. Sein Blood in. Mein okay, Bester. Digga, das geht doch so. Jo. Ach, bleib dumm und schau das doch, okay? Oh, der Banky. Aber der Banky. Digga, kann ich von irgendjemandem eine Langwaffe abkaufen? Jo, mir. Ja, der hier am Bobcat steht, mit Hände hoch Hans, auf dem Dach. Du sagst immer nein und jetzt der Anhänger. Brauchst du ein Medkit? Ich hab über 60 Langwaffe. Ja, ich bräuchte eins. ADW, komm mal rüber, komm rüber. Hast du da kannst du nicht abkaufen? ADW, McShawley. So, dann hast du eine andere ADW, Pistole. Bitteschön. Oha, blaulicht. Ach du Scheiße. Ja, ich bin drauf. Digga, das ist PD! Ja. Wir dürfen nicht mehr weiterfahren. Komm, wo ist der Schießen? Bille. Noch einer down! Außer Anna, alle zum Anwesen, jetzt sofort. Jetzt sofort zum Anwesen. Wir brauchen Dietrich hier. Starts, Gefängnis. Nein, Mission Row. Mission Row, PD. Ja, wir müssen jetzt los, wir müssen. Den wir rausholen, der sitzt in der U-Haft im Mission Row. Lass über die Garage rein. Lass alles vorne fahren. Nicht einfach jetzt hinten? Nein. Man kommt da von vorne aber auch rein, lang einfach. Jetzt rein nach. Schnell. Wo ist Anna? Meine Tür auch noch ich offen, bin ne? Hinten! Ja, wir kommen hier, komm. Hä? Dann mach doch auf! Anna! Du musst aufnehmen! Mach auf, Anna! Hä, hey, what the fuck? Hä, wie ist Anna reingekommen? Hä, wie bist du gerade reingekommen? Nein, ist nicht offen. Na. Wir müssen durch die Garage. Da liegt doch ein. Hat doch ein Dietrich. Stopp! Ach, wer hat den? Wir müssen durch die Garage. Wer hat den Dietrich? Garage. Anna, komm raus. Die bricht auf. Da ist jemand auf dem Berg, der callt. Ja. Die steigen auf Achtung, Garage hoch, Nein, stehen bleiben. Garage ist offen. Hier ist ein Auto. Im Auto. Ich mach die nächste Tür auf, komm her. Er hat einen Dietrich. Nächste Tür. Ja. Ich liebe euch. Halt die Tür. Ich hab kein Dietrich. Aufmachen. Halt die Tür ab, eben. Bei mir ist die Tür offen. Ich muss gleich hinten gucken. Leg doch mal. Übergib mal schon das Messer hier rein. Gib mal schon das Messer hier rein. Sind die draußen? Hab ich. Ich weiß nicht, das ist nicht mal eine Sperrzone. Einer muss gucken, ob oben welche sind. Ich liebe euch, die sind die besten. Hey, jetzt. Ist auf. Die ist nicht auf dem Trab. Dann trappen wir auf dem Trab. Wer ist denn hier hinter uns mit der Jeans? Hä? Wer ist denn der eine Typ hier? Hinter euch mit der Pumpgun. Wer ist denn das? Mach den. Hä? Raus hier, hallo. Raus. Alle raus. Dann die Heilung. Der Garage. Wir bleiben jetzt einfach hier in der Garage, Jungs. Einfach in der Garage bleiben. Lasst nicht das Tor aufmachen. Warte, wir können um aufs Dach. Aufs Dach. Ja, komm. Wir können um aufs PD Dach. Geht die Treppen hoch. Aber da sitzen wir dort auch fest. Es muss einer oben die Tür aufschließen. Sollen wir jetzt hoch oder nicht? Halt euch auf dem unteren Schlag, dass das Dach nicht auf ist. Einer bleibt hier und guckt, dass keiner kommt. Pass auf. Die kommen alle. Schießt auf die. Digga. Jo. Jungs, ich wollte, ey, der ist noch.
Die kommen hoch, halt die Tür. Einer dead. Hier, siehst du mich, der auf dem Aufgesicht. Ich bin die Schüssel ab. Auf den ich schieße. Auf den anderen, Eli. Ich hab keine Menschen mehr, ich bin leer. Magazine? Warte, bis deine hochkommt. Der Eli schießt. Ich bin noch nicht stark genug. Tja. Anna, komm zu mir, wir kommen hier runter beim Gigi-Feld, beim zweiten, da hast du einen Balken, da können wir runter. Der NG hier, die beobachtet uns. Nein. Bist du Kanalisation? Hier rein, links. Die kommen. Wir müssen weiter in den Tunnel. Wir können doch da jetzt nicht alle einzeln. Lol, ich hab wirklich die lange behalten. Ja, fahr zum Anwesen. Oder erstmal Schwarzmarkt J-Way. Oder auch nicht? Jarek. Das ist PD. Jungs, PD, Entschuldigung, ist bei der PD? Schleife. Was waren die denn hier schon? Ja, aber was machen sie hier? Noch weiterfahren. Wir fragen sie ja nichts, wir reden ja nicht mit ihnen. Wir schauen einfach nur, ob irgendwas los ist. Nö, alles super. Sie halten uns doch hier gerade auf, oder nicht? Nee, wie gesagt, also wir wollen nichts von ihnen. Wir wollen ja nur sicher gehen, dass hier nichts passiert. Ja, dann schönen Tag noch. Ja, tschüss. Call, die wollten uns töten. Die wollten uns alle. Die wollten alle mit. Nein, ey, Ries. Ja, die haben Langwaffen, die im Pink Volvo, ne? Ja, die im Pink Volvo. Alles klar. Die sind jetzt in der Polizeikontrolle. Digga, kannst du denn irgendwie Langwaffen triggert PD so krass, dass sie dafür jeden anhalten würden? Langwaffen sind einfach illegal. Ja, Joints sind auch illegal und das juckt die nicht so doll. Langwaffen sind halt Waffen. Joints, da sind halt Joints. Mit euch. Was seid ihr? Was ist denn mit euch? Was ist denn mit euch? Verpisst euch einfach, Mann! Was ist euer scheiß Problem? Haut ab! Scheißegal, denn bei euch Maske auf und los geht's, umdrehen! Meine Fresse! Ah, PD kämpft die Schleife ab! Seht ihr den? Ja, moin! Hallo! Schönen guten Tag, hallo! Hallo, PD-lo? Die fahren los! Ja, warte, wir müssen unbedingt den X7 tanken. Die halten uns an! Fahr mal rechts ran! Mach! Vorordentlich! Was macht der sorry, denn Kopfschmerzen, sorry, Kopfschmerzen. Also, erste Frage. Was wollten Sie gerade von uns? Wir wollten fragen, wie die Pause ist. Geht, wie was sie so machen. Ja, Scheid Jungs, weiß. Ihr könnt gehen. Wir haben was zu tun. Schönen Tag noch. Los, Pinguel, los. Malagos. Maul. Thomas Hauptmann, kennst du die Hut noch? Kannst, sehr bekannt. Schon etwas? Aber wir können eine holen. Sorry. Das sind doch die gleichen. Ja, PD verfolgt uns. Er hält uns an. Fahr einfach rechts ran, wir haben ja nichts. Ja, fahr rechts ran. Hallo. Ich dachte gerade, die wollen da runterspringen. Oh, ja, nee. Also, meine Frage. Warum fahren Sie nach einem Unfall direkt weiter und fahren auf der falschen Spur? Welchen Unfall? Sind Sie nicht auch weitergefahren? Ja, natürlich. Wenn also Sie wegfahren, dann müssen wir Sie entsprechend Sie verfolgen. Zu. Wir haben Sie verfolgt, weil Sie sich entsprechend unerlaubt sind. Sie sind weitergefahren, Sie auch. Folgen. So, hier der Fahrer. Sind Sie der Fahrer? Ja, das bin ich. Perso, Führerschein, bitte. Ist das schlecht? Bruder, guck mal, wie Sie nach so einem Grund. So, wer hat Ihnen gesagt, dass Sie sich jetzt entfernen können? Sie wissen schon, dass ich Sie angehalten habe. Einmal aussteigen, bitte. Was sollen Sie jetzt noch machen? Hä? Natürlich, Sie entziehen sich aus einer polizeilichen Maßnahme. Das ist dann strafbar. Also, Sie haben tschüss. Ja Tschüss gesagt. Ne? Ja, jetzt ist es. SPD ist ja so sinnlos. Gut. Ja, bin immer noch gesucht. Abwabig, steigen Sie bitte nochmal aus. Hä? Was ist denn Ihre Mission? Soll ich jetzt wieder einsteigen? Ja, guck mal, wie Sie triggern wollen, das ist so bodenlos. Digga, die wollen uns so rausprovozieren, dass wir die callen, ne? Digga, das ist doch nicht mehr normal. Irgendein schwarzer RS6 mit roter Unterbodenbelichtung verfolgt mich beim Galaxy Shop. Welche Fraktion bist du, dass du rotes Auto hast, oder? Rotes Auto? Nee, es ist Thomas schwarz. Mann, das ist rot, Digga. Wo ist das rot? Das ist schwarz. For real. Bei mir ist es schwarz. Das ist genau dieselbe Farbe wie bei mir, hä? Hä? Bei dir ist auch schwarz. Willst du dich gerade verarschen? Nein, ich verarsche for real nicht. Bei mir, also warte, ich... Das ist rot, Digga. Hände hoch. Nimm deine Hände hoch oder du bist tot. Okay. Da ist ein Bulle, Digga. Hallo? Ja, er fährt weiter, Digga. Okay. Naja, super. Wäre ich jetzt hier eingepackt oder was? Ja. Kommt. Oh, hallo, beide die Hände hoch. Stehen da, aber ich schieße auf die Reifen. Raus, Hände hoch.
Der schießt dir rein, wirklich platt, Digga. Ja, natürlich, wenn er sagt, das ist das wirklich ein Bulle. Ey, guck mal, renn, guck mal, renn, guck mal, renn. Hände hoch. Hallo, stehen bleiben oder ich schieß auf dich. Stehen bleiben oder schieß auf dich. Stehen bleiben. 4 RP sein Vater, okay. Wenn ich es jetzt so sehe, ist es echt rot. Bräuchte bitte weitere 10 Einheiten. Hallo, Sie bleiben einmal. Ich wurde als Geisel genommen, aber PD hat mich befreit. Ah, natürlich. Ein Swatler fährt mit einem Motorrad rein zufällig an mir vorbei. Sie fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss Sie enttäuschen, Sie liegen daneben. 3, 2, 1, meins. Ohne Rückgabe. Ey, der hat mich gecallt heute. Der hat schon 200 Punkte. Der? Nee. Ah, der hat grüne Haare, ey. Vielleicht dein Bruder. Hallo? Ich möchte nicht zu nahe treten, aber der hier hinten meint... Nein, das war ein Spaß. Ich call doch nicht. Ich schieß erst zurück, wenn ich angeschossen werde, ihr Held. Ich hab euren... Sagt es mal. Oder wie der heißt, vorhin gerettet am Laden. Wen? Was für ein Zeug? Wen? Nein. Den callen wir weg. Was für Hardcock? Warte mal, was? Hallo? Ich hab gesagt, Thomas Hardcock, ihr Helden. Einmal die Dienstnummer. Aber ist auch ein bisschen bar, ne? Dienstnummer, bitte. 73. Habt ihr Waffe dabei? Wollen wir den wegholen? Der Typ hat mich Thomas Hardcock genannt. Was ist los, Herr Burns? Niemand juckt, dass du mit Burns redest. Ja, er wollte nur sagen, oder? Er redet mit Fleck ist Nummer von Burns. So. Dann sind wir schon mal zwei mit Hardcock. Gebetet. Das ist... Oh, scheiße. Junge, wie lucky. Jetzt ist die Kiste Schrott. Ja, hast du ein Rap-Kit oder könntest du vielleicht eins holen? Weil wir können so nicht weiterfahren, vollkommen deppert sind sie, glaube ich. Fahren wir mit 300 durch die Innenstadt oder was? 80 ist ja eine Sache. Digga, also Thomas, wirklich, du nervst, Digga. Thomas Hardcock. Wer hat dich aufgenommen, als du obdachlos warst? Wer hat dir ein Zuhause gegeben? Klamotten gegeben? Das war mein Konto, war minus. Wirklich, das PD ist da wieder lang gefahren. Hä, echt? Ja, die sind da wieder hinter uns. Die sind wieder zurückgekommen. Schlecht. Gut, schönen Tag noch. Was hat er gefragt? Ja, PD unter... Aber die halten uns nicht an, ne? Die halten uns nicht an. Ah, jetzt haben die uns, glaube ich, im Auge. Das A-Laut, sobald sie nah genug sind, sehen, gehen die Sirenen, glaube ich, an. Jo. Okay. Jungs, mein Schwindel. Gut aussteigen, ne? Genau. Ich würde Ihnen entsprechend empfehlen, bitte hier auf den Gehweg zu kommen. Oh mein Gott, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Mal von der Straße runter, sonst sind sie alle gleich matsch. Ja, Maya, sie haben eine fett offene Akte, ne? Nein, hab ich nicht. Zeig mal die Hände hoch. Hä? Ja. Der Hardcore. Was passiert denn jetzt hier? Thomas Hardcore. Legende. Ja, was passiert jetzt denn? Ja, ich meine, ich hab 20 Hafteinheiten abgesetzt mit Kanji Asuria und ich soll jetzt wieder einen Knast. Ja, boah. Kanji Asuria, Asuria. Mann, warum klappt es denn jetzt nicht? Ja, geh auf Fahrersitz. Oh, nein, sorry. Digga, Hartmann, wenn du jetzt nicht wegfährst, dann kriegst du dein Blood-Out. Thomas, also was machen wir da jetzt? Gute Frage. Nee, ich fahr jetzt for real zum DOJ und Dings den. Beschwer mich gegen 2 PD-ler. Ich möchte gern 2 Beschwerden einreichen. 2 PD-ler. Ein PD-ler, der meinte, gehen Sie zum DOJ. Junge, was ist ein Knecht? Ja, wir sind hier erstmal drin, sicher. Gut, wer hat Ihnen denn gesagt? Kommen Sie bitte, da ist einer mit dem Messer. Da kommen Sie schon. Die wollen nicht verhaften. Ja, der da. Ich nicht. Wer nicht. Der? Hatte so eine komische Musik abgespielt von seinem Handy. Kam mit dem Messer hier auf uns zu. Messer! Warte. Ich kann so bestimmt gehen, dass es so aussieht, als hätte man ein Messer in der Hand. Ich kann Ihre Sache aufnehmen und das an Staatsanwalt weiter. Ja, das wäre super. Wunderschön. Hallo? Ich würde Sie einmal bitten, dass Sie einmal Ihre Hände hochnehmen. Müsst Sie einmal aus Sicherheitsgründen durchsuchen. Warum? Hände hoch, ich muss Sie einmal durchsuchen. Grund? Sie stehen hier vor einem Richter im DOJ. Nee, dann gehe ich halt wieder raus. Dann Ihre Hände hochnehmen. Warum? Dann gehe ich wieder raus, dann stehe ich nicht vor einem Richter. Nein, Sie führen sonst kein Gespräch mit dem Herrn. Ja, dann gehe ich wieder raus. Durchsuchen Sie einmal. Nein, wieso? Auf gar keinen Fall. Warum wollen Sie mich durchsuchen? Ja, er fühlt sich sicher. Wieso sind Sie denn gekommen, Herr? Ja. Warum wollen Sie jetzt hier das Gespräch stören? Sie hätten mich auch erst. Weil der Herr noch nicht durchsucht wurde und er kann Waffen bei sich tragen. Ich will ungern, dass Ihnen was passiert. Deswegen, und er steht hier im DOJ, deswegen muss er laut Hausordnung durchsucht werden. Dann gehen wir halt raus. Ja, wir können auch gerne rausgehen, aber. Genau. Das schauen Sie. Sie haben mich gerade angerufen und gesagt, er wird sich wahrscheinlich über mich beschweren. Ich glaube nicht, dass es Ihnen so wichtig ist, dass er durchsucht wird. Worum geht's denn Ihnen? Also. Sie wollen wahrscheinlich Ihre Version der Geschichte schildern. Oder? Das können Sie doch gerne auch machen. So, ja, Sie haben ja bestimmt auch Zeugen. Ich kann mal die Situation erklären. Nee, ich war noch nicht fertig. Die haben gerade mitten das Gespräch gestört. Stimmt.
stimmt. Dann machen wir es so, Herr Beamter. Also ich nehme mal seine Sache auf. Ja, es geht ja um mich anscheinend, oder? Auch, ja, aber nicht nur. Ja, okay, ja, dann geht das um Thomas Hardcock und das hat hier nichts im DOJ zu suchen. Das ist völlig unnötig. Du verschwendest einfach nur die Zeit vom Richter. Nö, er hat ja Zeit, er hat sich ja doch auch die Zeit genommen. Wenn er keine Zeit hätte, hätte er mich abgewiesen. Ich verstehe auch nicht, warum Sie jetzt hier das Gespräch stören. Ich würde gern dem Richter reden und dann kommen Sie auf einmal und meinen hier das ganze SWAT auf eine Person zu setzen. Ja, weil Sie undurchsucht im DOJ stehen. Das können Sie nicht bestätigen, dass ich undurchsucht bin. Wer hat Ihnen das gesagt? Weil Sie niemand durchsucht hat. Woher wollen Sie das wissen? Wurde das im Funk durchgegeben? Ja, hier dieser eine Sinaloa-Typ vom DOJ. Wir brauchen gar nicht diskutieren. Wir können Sie hier aus dem DOJ verweisen, wenn Sie nicht. Das können Sie gerne machen, dann reden wir halt vom DOJ weiter, meinte der Richter doch selber gerade. Ich weiß nicht, ob, wenn Sie von vornherein sagen, ja, wir wollen das irgendwie klären, dann ist es in Ordnung. Aber wenn der Herr Hartmann, glaube ich, darauf beharrt, dass das jetzt weitergeleitet werden soll, dann kann man eh nichts machen, geleitet. Aber das war jetzt wirklich nicht weltdramatisch, das Herr Hartmann, muss ich hart nehmen. Das hat sich jetzt nicht so dramatisch angehört. Wäre es denn möglich, dass Sie das jetzt irgendwie einvernehmlichen können? Das wäre vielleicht erst möglich gewesen, aber jetzt muss ja hier unbedingt das halbe PD reinkommen, nur weil ich mit einem Richter rede. Ja, genau, wegen sowas ja, weil es halt einfach völlig unnötig ist. Wir hätten es auch untereinander klären können oder hätten wir machen können. Aber das ist jetzt ja halt völlig. Nein, unnötig. Das ist ja eskaliert, weil Sie hier mit 3 Tasern reinstürmen, genau. Gut, ich weiß es nicht. Das einzugestehen und sich zu entschuldigen. Ich kann ich sag ja die Wahrheit. Ich habe Thomas Hardcock gesagt, ja, aber ich weiß nicht, wo das jetzt eine Beleidigung für ihn sein sollte. Ja, verletzende Äußerung, das weiß ich nicht. Also eine Beleidigung ist das schon. Wären Sie denn bereit, hier sich zu entschuldigen bei den Herren, dass Sie ihn seinen Namen verunstaltet haben? Ja, natürlich würde ich mich entschuldigen, aber dann ist das auch hoffentlich geklärt von beiden Seiten aus. Ja, tut mir leid, dass ich Sie Thomas Hardcock genannt habe. Okay. Na? Ja, dann passt das. Dann ist das sicher erstmal geklärt. Ist schön. Sie brauchen ihn nicht zu durchsuchen. Ich bin mir sicher, wenn das geklärt ist, dann können die Beamten schon gehen. So. Ja, alles klar. Perfekt. Ciao. Hallo, Ciao. Herr Verwieler. Auf einmal ist die Durchsuchung nicht mehr wichtig. Hallo, hallo. Ey, die sind ja so lächerlich. Hilfe. Oh, tschüss. So, passt. Dankeschön. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Tschüss. Die werden mich so hochnehmen. Hallo. Die werden mich so hochnehmen. Hier war gerade noch ein Fahrzeug. Weißt du, wem das gehört? Ich sehe kein Fahrzeug. Hier war gerade noch eins. Ja, so ein Bronco, Sinaloa-Farben, also so das, was du trägst halt mit der Hose. Ja, das stand hier wahrscheinlich, wurde abgeschleppt. Ist ja für ein Sinaloa da? Ja, genau. Ah, okay. Ja, ist das dein Fahrzeug gewesen oder nicht? Weil wir suchen den Fahrer halt. Mein Fahrzeug war es nicht. Schönen Abend noch. Ich frage mich gerade, ist er der Swatler in der Zivi-Kleidung? Oder ist es eher in einem anderen Charakter? Das check ich gerade nicht. Wie die mich am Scouten sind, ist ja auch Wahnsinn. Crazy. Könnten Sie mich zur nächsten Garage fahren? Jo. Wo ist er? Abschlepphof, ne? Ist das FIB? Nee. Das wäre jetzt zu crazy. Dankeschön. Schönen Tag noch. Jo, gerne. Thomas Hartmann. Ah, jetzt kommt der nächste. Er ist 6 ist drin, aber der. Ach, scheiße. Ich repariere. Oha, was mache. Dankeschön. Aha! Bruder, da muss wohl. Ja, sehr nett und so. Nimm mal deine Flossen hoch. Problem. So ein Zeug behalten über Sinaloa und was das so soll. Ach, gerne. Packen Sie mich rein, wir können ja so quatschen. Okay, machen wir. Keine Ahnung, ja, du warst halt da, dein Fahrzeug stand da vor DOJ, wir haben da halt gechillt, gewartet, dich jetzt ein bisschen verfolgt und dich jetzt halt hops genommen, so. Ja, weil ich du in Sinaloa bist. Ich bin gerade auch. Na gut, am Audi hat man es halt erkannt, das ist als Arsch. Ja, das ist wo ich jetzt gerade durch die ganze Stadt gefahren bin, das war schon auffällig, mit Sinaloa-Farben da durch die Stadt zu fahren. Ja, ich, halt Digga, so, ist halt, keine Ahnung, ich bin dich, so, full mit dem. So. Ja. Die konnten mich scouten, weil ich mit meinem Audi, mit meinem. Du bist doch gar nicht mit deinem R6 umgefahren. Weil ich es jetzt im Stream sage, ist das peinlich, Digga. WTF. Du bist doch gerade in dem komischen BMW da rumgefahren. Wir haben es doch gesehen, wir sind nicht blöd, wir sind doch hinterher gefahren. Ja. Könnten Sie mit zur nächsten Garage fahren? Jo. Schön.
Dankeschön. Guten Tag noch. Ja, dankeschön. Tschüss. Ja, Digga, das ist auch so los, dass die Team da sind, Digga, WTF. Das würde ich ja gar nicht checken, wenn das Team da sind und die so krank am Meter waren, wenn die wirklich gemetert haben. Das passiert mir nicht. Ich muss ein iTeam-Ticket aufmachen, weil das Team da sind.